Das Christbaumaufstellen ist mittlerweile eine weltweite Tradition. Im Normalfall werden Weihnachtsbäume zu Hause oder an öffentlichen Plätzen aufgestellt. Da 2022 wohl als ein ganz besonderes Jahr in die Geschichte eingehen wird und im Jahr 2022 eh so viele negative Ereignisse auf der Welt stattfanden, wollten wir ein Zeichen setzen und Frieden in die Welt bringen. Ein Weihnachtsbaum, der über die gesamte Alpenwelt erstrahlt, der Frieden und Ruhe unter die Menschen bringt. Das ist das Ziel dieser Aktion. Noch nie zuvor wurde ein Baum in derartige Höhen als so ein Zeichen gebracht. In der Alpenregion gibt es zusätzlich zum Weihnachtsbaum ein zweites Zeichen, das zu Weihnachten den Frieden symbolisiert. Und zwar das Friedenslicht, das im Rahmen einer Licht-ins-Dunkel-Aktion extra für uns aus Israel eingeflogen wurde und das wir ebenso für euch in luftige Höhen tragen wollten. Der Geschäftsführer der Planeibahnen, Georg Bliem, unterstützte unser Vorhaben, einen Weihnachtsbaum und das Friedenslicht auf den Dachstein zu tragen. Und er stellte extra den Betriebsleiter der Dachsteinbahn, einen Pistenraupenfahrer und einen Bediensteten bei der Talstation für unser Vorhaben ab, damit auf diesem namhaften Berg ein Christbaum und das Friedenslicht ins gesamte Land Österreich und weit darüber hinaus als Zeichen des Friedens stehen können. Zusätzlich spendete Paul Sodermin eine Großglocknerbesteigung mit ihm für Licht ins Dunkel, die heuer ersteigert werden kann. Am Gletscher angekommen, befestigten wir den Baum an einer Rebschnur und zogen ihn hinter uns her. Die wenigen Touristen, die zu dieser Jahreszeit am Dachsteingletscher unterwegs waren, staunten nicht schlecht, als auf einmal drei Weihnachtsmänner mit einem Weihnachtsbaum und dem Friedenslicht bei ihnen mit Ski vorbeimarschierten. Ho, 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 der Weihnachtsmann ist wieder unterwegs in den Bergen. Ho, ho! Beinahe wäre das Vorhaben bereits im Vorfeld zum Scheitern verurteilt gewesen. Wollten doch Asiaten, Amerikaner und andere fremdsprachige Europäer Foto um Foto gemeinsam mit uns Weihnachtsmännern schießen. Schlussendlich befanden wir uns aber im Zustieg zum Randkluftsteig, auf den hohen Dachstein. Dieser Steig ist zwar nicht sonderlich schwer zu begehen, weil er gut versichert ist, im Winter jedoch ist der hohe Dachstein über den Randkluftsteig eine ganz andere Hausnummer. Übergänge vom Fels in den Schnee verdecken oft das Seil, sodass man ungesichert unterwegs ist. Ein Ausrutschen in ungesicherten Passagen endet bis zu 150 Meter tiefer am Gletscher und kann sehr ungut ausgehen. Im Nachhinein müssen wir zugeben, dass diese Aktion viel mehr Kraft von den drei Weihnachtsmännern beansprucht hat, als im Vorfeld angenommen wurde. Bereits der Zustieg zum Randkluftsteig hat an den Kräften gezehrt. Mit Ski ist bis dahin eine Spitzkehre nach der anderen zu absolvieren und der kalte Triebschnee trägt sein Übriges dazu bei, dass der Grip der Felle im steilen Gelände im Gegensatz zu kaltem Pulverschnee zu wünschen übrig ließ. Dennoch hat der Weihnachtsmann Max es geschafft, den Baum nach einem wahren Spitzkernmassaker bis zum Einstieg zu bringen. Hier folgte ein Wechsel. Weihnachtsmann Franz war nun an der Reihe, obwohl er das zuerst gar nicht wusste. Es ergab sich einfach erzwungenermaßen so. Ho, ho, ho. Das Friedenslicht. Den drei Weihnachtsmännern kamen nämlich im Einstiegsbereich drei Skibergsteiger entgegen, die alsbald fragten, was die Weihnachtsmänner hier machten. Die Antwort war klar. Wir bringen einen Christbaum und das Friedenslicht auf den Dachstein, damit die Welt wieder ein bisschen mehr Frieden hat. So halfen die drei Skibergsteiger kurz mit und überreichten den Baum Weihnachtsmann Franz, den sie zwischenzeitlich Weihnachtsmann Peter abgenommen haben. Weihnachtsmann Franz
verband nun den Baum mit der Rebschnur an seinem Gurt. Und so konnte der Baum die steilen Felsen hochgezogen werden. Übrigens lehnten die drei Weihnachtsmänner partout ein Aufsetzen der Helme und Ablegen der Weihnachtsmännermützen aus zwei Gründen ab. Erstens befand sich oberhalb der drei Weihnachtsmänner zu diesem Zeitpunkt nur noch der Bergführer der Weihnachtsmänner, Paul Sodermin. Paul war an diesem Tag vor allem für die Filmografie und Fotografie zuständig. Und da er zum Aufstiegszeitpunkt der Weihnachtsmänner bereits am Gipfel war, waren die Weihnachtsmänner bei einer Temperatur von minus 12 Grad vor Steinschlag und Eisschlag geschützt. Und der zweite Grund ist wohl der offensichtlichste. Was wäre denn ein Weihnachtsmann ohne eine Weihnachtsmütze? Auch das Benutzen von Pickel oder Klettersteigset kam für die Weihnachtsmänner überhaupt nicht in Frage. Oder habt ihr schon einmal was davon gehört, dass ein Weihnachtsmann mit einer Eisaxt oder einem Klettersteigset durch die Weltgeschichte reist? Wie dem auch sei, die Weihnachtsmänner trugen den Baum und das Friedenslicht immer weiter in die Höhe Richtung Gipfel. Im Mittelteil übergab dann Weihnachtsmann Franz noch einmal an Weihnachtsmann Max, der den Baum dann bis zum Gipfel hinaufbrachte. Ja, habt ihr auch von hinten drauf. Geht schon, Max. Ja. Peter trug das Friedenslicht. Eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang war es nun also geschafft. Der Baum und das Friedenslicht konnten hoch vom Dachstein her über das ganze Land erstrahlen und Frieden in die Welt tragen. Paul gab sein Bestes, um Fotos und Filmaufnahmen für die Ewigkeit mitzubringen. Filmaufnahmen, die du hier mit deiner Familie Jahr für Jahr sehen kannst. In der Zwischenzeit ist die Sonne aber auch untergegangen und die Temperaturen purzelten von den minus 12 Grad noch mehr in die Tiefe. Die Weihnachtsmänner hatten es eilig, in der Finsternis vom Gipfel des Dachsteins runterzukommen. In völliger Finsternis stiegen sie durch die steile Gipfelflanke ab, legten die Felle von ihren Ski ab und fuhren zwischen den Gletscherspalten des Dachsteins wie beim Flutlicht-Skifahren zur Pistenraupe, die bereits auf die Weihnachtsmänner wartete und diese wieder retour zur Dachsteinseilbahn und gut retour ins Tal brachte. Seit dieser Aktion im Jahr 2022 wird die Geschichte vom Weihnachtsbaum und dem Friedenslicht am Hohen Dachstein
Jahr für Jahr zu Weihnachten in die gesamte Welt hinausgetragen. Das ist auch der Grund, warum wir uns diesen Aufwand angetan haben, damit ihr zu Weihnachten ein paar positive Gedanken in einer von Krisen behafteten Zeit haben könnt und diese positiven Gedanken mit euren Familien teilen könnt. Fröhliche Weihnachten wünschen euch die Dachsteinseilbahnen, Paul und Peter Sodermin, Max Griesner und Franz Althuber.